vorm abschließenden sechsten Versuch. Lena Bodländer wird da gleich den Auftakt machen. Christine Hussong, die wir da hinten sehen, kann sich das deutlich entspannter anschauen als Christine Winkler, die wir im Vordergrund da hatten. Denn die muss immer noch ein bisschen Sorge haben um ihren dritten Platz. Für Christine Hussong ist der Sieg hier Formsache. Und dass sie in Topform ist, das hat sie ja mit ihrem Wurf auf 65-33 bewiesen. Irgendwann fallen die 70 Meter, hat sie gesagt. Ich bin 25 und ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Christine Hussong, die so einen schönen Empfang hatte vergangenes Jahr nach ihrem großen Triumph. 100 Freunde und Vereinskameraden vom LAZ Zweibrücken haben sie damals nach dem EM-Sieg empfangen. War ganz sicher eine tolle Party. Hat ihre WM-Norm direkt zum Auftakt im März schon abgehakt beim Winterwurf Europacup in Samorin, als sie Zweite wurde. So, also geht los. Sechster und letzter Durchgang, Sperrwurffinale der Frauen. Lena Bodländer. Die Achtplatzierte, es geht jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Ungültiger Versuch für die Mainzerin zum Abschluss. Bleibt also bei 48,03 und Platz 8. Und dann Elisabeth Hafenrichter. Der Europameisterschaften der U20 vor ein paar Tagen in Borås, Schweden. Und bei den deutschen Meisterschaften der Großen ist sie schon mal Siebte. So. Charlotte Wissing, die sich vorhin so sehr gefreut hat über ihre persönliche Bestleistung, aber der war es dann nicht mehr. Verunglückter Versuch zum Abschluss, aber die 51,92 aus Durchgang Nummer 3 kann ihr keiner mehr nehmen. Charlotte Wissing also Sechste bei deutschen Meisterschaften. Und wenn ich ihre Mimik, ihre Gestik richtig deute, dann geht das vollkommen klar. Also total zufrieden. Mit Freudensprüngen nähert sie sich ihrem Trainer. Das ist eine eindeutige Sprache. Und dann Leonie Tröger. Trainiert ja bei Maria Rietschel, Sperrwurftrainer-Legende in Halle. Aber das hat ihr jetzt im letzten Versuch zumindest nicht geholfen. Bleibt auf Rang 5 hängen, 53,87 Meter. Aber sie ist 18 Jahre jung, Jahrgang 2000, ein Millennial, ganz langsam. Und
hat dann doch noch ein paar Tage vor sich. Gerade im Wurfbereich kann es auch gerne mal bis Mitte 30 gehen. Das hier ist erst der Anfang. Gilt auch für Julia Ulbricht, die ja schon so tolle Erfolge jetzt gefeiert hat. Hat jetzt noch eine Chance, vielleicht auf Position 3 vorzustoßen. Aber nicht mit diesem Durchgang. Also es ist schon was anderes hier in diesem Kontext, in diesem Stadion zu werfen. 55-25 waren es in Durchgang Nummer 4. Was ja übrigens nur 30 cm unter ihrer persönlichen Bestleistung liegt. Und mental ist das nach so einem tollen Erfolg wie bei den U20-Europameisterschaften in Boras ja auch nicht leicht, da sich nochmal wieder hochzurappeln und zu sagen, jetzt kommt die Spannung nochmal. 52-36 für Julia Ulbricht zum Abschluss. Und dann also Christine Winkler. Die Medaillen sind verteilt. Gilt auch für sie. Möglicherweise ja, wieder ungültig, also vierter ungültiger in Folge, muss auch nicht gemessen werden. Und dann bleibt jetzt sozusagen nur Annika Marie Fuchs die theoretische Möglichkeit, hier am Klassement noch was zu drehen. Aber das wird nicht passieren, ohne Spannung hier rausnehmen zu wollen, aber künstlich welche generieren, das ist jetzt auch nicht so meins. Also Annika Marie Fuchs hat ihren Triumph, ihren ganz großen, ja sowieso schon gefeiert in Gävle bei den U23-Europameisterschaften. Super Leistungsexplosion hingelegt, letztes Jahr noch 56,59 Meter und jetzt 63,68, zumindest bei der U23-EM. Heute nicht ganz so weit, 58,61, ihre beste Weite heute in Durchgang Nummer 1. Danach wurde kein Versuch mehr gemessen. Und jetzt nach der Pflicht die Kür für die Europameisterin des vergangenen Jahres und zweite, deutsche Meisterin 2019, so rum, Christine Husson. Vielleicht geht es ja jetzt nochmal richtig weit hinaus. Vergangenes Jahr übrigens haben sie andersrum geworfen. Aber ich glaube, der geht nicht weiter. Nee. Also 65,33 Meter und der deutsche Meistertitel für Christine Husson. Sie verteidigt also ihre Vormachtstellung in Deutschland und gewinnt ihre dritte Goldmedaille bei deutschen Meisterschaften. Christine Husson vom LAZ Zweibrücken freut sich mit ihren Konkurrentinnen und mit ihr freuen wird sich sicherlich auch Udo Husson, ihr Vater und Trainer, der das nebenberuflich macht, ansonsten in der Verwaltung tätig. Und dennoch zusammen mit seiner Tochter so viele schöne Erfolge feiert. So, gibt jetzt eine kleine Pause. 17.20 Uhr geht es hier auf Streaming-Kanal 1 weiter. Bei Streaming 2 gibt es Kugelstoßen der Männer mit Marc Windgassen. Und hier machen wir eine kurze Pause, bevor wir uns wieder melden mit den 100 Meter Halbfinalläufen bei Männern und Frauen. Und dann schließlich auch noch das große Diskuswurf-Finale mit Martin Wierig, Christoph Harting, den Prüferbrüdern, David Wrobel. Also da gibt es noch einen spannenden Wettkampf.